Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, euer Marvin, und wir zocken heute in einer weiteren Folge mal wieder Leitstellenspiel.de. Es hat aber auch mal wieder einen Grund. Und zwar hatte ich mir überlegt, dass ich euch einfach mal meinen Fortschritt in Sachen Polizeiwachen zeige. Ihr wisst ja, ich habe das, glaube ich, im letzten Video angekündigt, dass ich auf die Polizei jetzt erstmal setzen will. Und ich werde euch jetzt gleich auf jeden Fall schon mal zeigen, welche Polizeiwachen neu sind. Insgesamt habe ich eigentlich schon 3 neue Polizeiwachen. 1, 2, 3, 4. Hier brauchen wir 7 RTWs. Und genau, das möchte ich euch dann 3, 4, 5, 6, 7. Passt. So, das möchte ich euch dann nämlich gleich einfach mal zeigen. Und genau, man sieht es vielleicht auch schon. POLSIEF 2 Innenstadt BP01 Siegen. Aber da kommen wir gleich zu. Wieso und weshalb ich das so gemacht habe, erkläre ich euch dann natürlich auch. Wir haben aber gerade ein bisschen was zu tun. Denn ich spiele im Moment auf normal, also Geschwindigkeit normal. Und dann kommen immer 100 Millionen Einsätze. Wie ihr vielleicht aber schon in der groben Übersicht seht, habe ich mich aber auch nochmal an den Rettungsdienst dran gesetzt und habe original verschiedene Grafiken neu aufgesetzt. Wie man es hier zum Beispiel sieht, hier fährt jetzt ein Malteser in einem Beige rum. Oder hier oben ist ein anderer RTW, wie ich sonst hatte. Ja. Also ich habe mich da auch nochmal aktiv dran gesetzt, dass wir dort dann wirklich auch auf den realistischen Fahrgestellen sind. Und von daher genau. Also ich habe einiges gemacht hier in dem Spiel. Genau. Wir müssen jetzt hier gerade erstmal die Einsätze abarbeiten. Weil für das, was ich in diesem Video hier heute noch vorhabe, müssen wir Geld haben. Oder Credits. Und nicht gerade wenig. Denn ich habe vor, mit euch gemeinsam in diesem Video 3 neue Polizeiwachen zu bauen. Ich würde sagen, wir stoppen das jetzt erst einmal. Dafür laden wir das nochmal neu. So, dann passt das nämlich. Kann ich auch gleich in Ruhe anfangen. Und es kommen in der Zeit nämlich keine Einsätze. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an. Ihr wisst, ich habe in Burbach ja die Polizeiwache schon lange. Seit ich eigentlich diese Videos von Leitstellenspiel mache. Dann habe ich ja in Neuenkirchen die Polizeiwache. Dann habe ich ja in Willensdorf die Polizeiwache. Beziehungsweise mit angeschlossener Autobahnpolizei. Dann habe ich ja noch neu ist in Eiserfeld die Polizei. Die habe ich neu gebaut, letzte Woche. Bevor wir jetzt aber weitergehen, ich habe mich auch nochmal an die Grafiken der Polizei rangesetzt und habe auch nochmal ganz andere Grafiken genommen. Insbesondere, ihr seht schon, hier fährt jetzt so ein Polizei-Vito rum. Habe ich überall, wo ich mehr als einen Polizeiwagen drin stehen habe,
immer noch ein Veto dabei getan, weil ich gemerkt habe, dass bei uns hier in der Region oder generell in Siegen-Wittgenstein viel mehr Vitos rumfahren als normale Streifenwagen, als die kleinen Flachflunder-Streifenwagen sozusagen. Und deswegen habe ich das halt auch nochmal realistisch umgeändert. So wie auch in Alserfeld. Hier haben wir aber zwei Vitos drinstehen, weil die ungefähr vier, vier Streifenwagen, fünf haben. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber ich stock das halt immer so auf, wie ich es gerade brauche. Das Problem ist aber einfach, man findet nicht wirklich Funkrufnamen. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, okay, wie kannst du jetzt hier die Funkrufnamen machen, damit man das einfach, ja, besser findet, wenn man verschiedene Einsätze hat. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, du nimmst POL, also POL, die Abkürzung für Polizei, dann nimmst du SI für Siegen, Wittgenstein, und EF für die Standorte, wie Eiserfeld zum Beispiel. Also das E steht für Eiser und das F für Feld. Und dadurch entstehen dann diese Funkrufnamen, also POL, SI, EF, 1. Ja, ganz einfach und simpel. Und natürlich habe ich die original auch umbenannt, also Polizeibezirksstelle Eiserfeld und so weiter und so fort. Genau, also Eiserfeld ist neu. Dann habe ich die Stadtmitte gemacht von Siegen. Wir haben hier einmal den Treffpunkt Sicherheit in Siegen. Der hat einen Streifenwagen. Das ist dann der SISI 01 Innenstadt. Also Siegen, Siegen 01 Innenstadt. So, und dann habe ich noch die Bundespolizei, weil wir haben ja einen überregionalen Bahnhof, der mit Lennestadt etc. zusammenhängt. Und dadurch muss natürlich auch eine Bundespolizei da sein. Und da habe ich dann halt BP 01 Siegen genommen und so weiter. Und habe halt auch dementsprechend die Grafiken umgesetzt, so wie die Fahrzeuge am Bahnhof dann halt da stehen haben. Genau. Die beiden Wachen sind neu. Gut, hier in Weidenau, die Kreispolizeibehörde. Das kennt ihr, habe ich auch wieder zwei Vitos drinstehen. Habe ich ja auch schon relativ lange. Dann habe ich noch neu die Polizeiwache am Fischbacher Berg. Genau, POL, also POL, SI, Fischbacher Berg, 01 und so weiter. Habe ich auch neu. Dann habe ich eine zweite Autobahnpolizei, das ist die Autobahnpolizei in Freudenberg. Da habe ich APOL 01 genommen, also Autobahnpolizei 01. Habe ich jetzt nur mal zwei Vitos drinstehen, ist vielleicht auf der Autobahn auch richtig so. Könnt ihr mir auch mal berichtigen, wenn ihr sagt, in NRW haben die Autobahnpolizei oder sind die Autobahnpolizei-Vitos irgendwie anders mit beklebt oder so, dann könnt ihr mir das gerne auch mal unten reinschreiben in die Kommentare. Ich will ja auch immer neu dazu lernen. Und ich habe ja natürlich die Polizeibezirksstelle auch in Freudenberg, die ist auch neu. So, genau, das waren soweit die Erneuerungen. Nein, ich habe noch in Geisweid die Polizei erneuert, beziehungsweise neu gemacht. Und genau, das sind jetzt so die, wie sagt man, die Fortschritte, die ich gemacht habe. Und heute möchte ich mit euch die Städte oder, ja, kann man Städte sagen, Orte, ich nenne es jetzt mal so, Kreuztal, Hilchenbach und Nepfen bearbeiten. Deswegen hatte ich gerade eben gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Kohle, weil eine Wache kostet schon 100.000 Credits. Und man muss ja noch dazu berechnen, die Fahrzeuge. Ja, die kosten ja alle auch 5.000 Credits.
Credits nochmal extra. Und von daher, genau. So, als erstes müssen wir, ja, wir nehmen mal Kreuzteil als erstes. So, gehen wir hier drauf. Wir sind hier nämlich auf der Seite, wo man super die Sachen findet. Also da muss ich sagen, wenn man nach Polizeiwachen sucht, im Kreis Siegen-Wittgenstein ist das deutlich einfacher, als wenn man nach freiwilligen Feuerwehren sucht oder nach Rettungsdiensten im Kreis Siegen-Wittgenstein. So, wir haben jetzt hier die Polizeiwache in Kreuztal. Da müssen wir einmal das haben. Dann müssen wir das kopieren. Da drauf. Also wie gesagt, ich nehme die originalen Standorte und sowas. Das sollte ja jetzt allzeit bekannt sein. So, jetzt gucken wir mal, ob die mir hier schon angezeigt wird. Nein, war klar. Wo haben wir da denn rum? Wir haben hier 18. Da ist er doch. Klasse. So. Perfekt hingestellt hier. Aber passt mir noch nicht. So, Polizeiwache. Das ist die, wie haben die genannt? Bezirksdienst. Bezirksstelle. B. Bezirksstelle. Ah, Quatsch. Das war falsch. Polizei. Stelle Kreuztal. So, die gehört natürlich zu der Leitstelle in Kreis Siegen-Wittgenstein. Dann machen wir das erst einmal so. So. Das erstmal da raus. Können wir gleich nochmal neu kaufen. So, machen wir hinter dir noch gerade fertig. So, Krankentransport machen wir mal gerade noch. So, genau, machen wir hier mal weiter. Ich würde sagen, dass wir erstmal alle drei Rettungswachen, sag ich schon, Polizeiwachen bauen. Ich glaube, Hilchenbach, weil das relativ klein ist, wird bestimmt auch nur zwei Polizeiwachen, zwei Polizeiautos oder sowas haben. Gehe ich mal von aus. So. Gehen wir hier wieder ein bisschen näher dran. So. Einsetzen. Mal gucken, ob das die finden hier. Oh, die ist bestimmt wieder im Rathaus drin, war. Marktplatz 13. Das ist halt so die Scheiße, wenn du hier so kleine Rohorte hast, wo du Polizei hinmachen musst oder willst. Ja, das Ding ist in der. Dann sind nämlich die Polizeistationen meistens in Rathäusern drinne. Oder mit drinne. Und das nervt. Machen wir das mal so. Das ist dann die Polizeibezirksstelle. So. Die gehört natürlich auch zu Kreisleitstelle Siegen. Na, dann haben wir schon bald wieder 300.000 Credits ausgegeben, allein nur für drei Wachen. Und gleich kommen ja noch die Fahrzeuge.
Das wird auch nochmal was. So, genau, da haben wir jetzt Näpfen. Näpfikis Bezirksdienst. Ja, vielleicht ändere ich das auch nochmal um und schreibe hin Bezirksdienst Kreuztal und so. Aber ich glaube, ich lasse das so stehen, weil ich habe das mit den anderen Polizeiwachen ja auch so gemacht. So, dann gehen wir mal hier nach Näpfen. Ja, hier unten haben wir es auch schon. Da Bezirksdienst Näpfen. Brauche ich gar nicht machen. So. Dann gehen wir hier drauf. Dann machen wir das wieder so. Polizeibezirksdienste Näpfen. So. Machen wir da. Dann machen wir das da. Dann da. Zack. So, jetzt haben wir nur noch 19.000 Credits. Läuft. Dann stellen wir das hier erstmal wieder an. Das machen wir mal wieder auf normal. Das lassen wir dann so durchlaufen. So, KTW. Wir nehmen das. Machen den dahin. Und ich muss unbedingt weitere Krankenhäuser bauen. Es wird langsam knapp. Weil EDAT ist schon auf Stufe 20. Kann ich nicht weiter ausbauen. Und die DRK Kinderklinik ist auch schon auf Stufe 20, glaube ich. Müsste ich gleich mal gucken. So, also wir haben die Städte dann ja jetzt soweit fertig. Genau. Und dann gehen wir erstmal hier hin. Wir müssen hier einmal für 10.000 ausbauen. So, bauen wir eins. Ich würde erstmal sagen, oh toll, siehst du, schon kein Geld mehr. So. So, dann nennen wir das um. Das ist die Pol. SI. Wie könnte man das denn jetzt abkürzen? Ich könnte jetzt KZ nehmen, aber das kommt doof rüber. Das will ich nicht. aber geht ja anders nicht. KZ. Entschuldige mich auf jeden Fall dafür. Ihr wisst, wieso ich das sage. Das mache ich nicht gerne. Aber ist jetzt halt nun mal so. Wir nehmen die. Müssen wir nochmal machen, weil ich nicht gespeichert habe. Pol SI Bindestrich KZ 01. So. Gehen wir hier drauf. Genau, speichern. Personal zuweisen. Das ist die Katharina M. Dann passt. So. Ja. Jetzt müssen wir hier erstmal Geld einfahren. Sonst können wir hier nicht weitermachen. Wohnwagenbrand. Dann schicken wir erstmal eine LF hin. Machen wir ganz müdlich. Personalienaufnahme da. Ach du Scheiße, brauch 14 Minuten. Wo sind denn meine Polakis hin? Ah, die sind bei den Dings. Ah, nee, dann müssen wir die Innenstadt einfach mal alarmieren. So. Braucht zwar 14 Minuten, aber egal. So. Was haben wir denn hier noch? Was fehlt? Das ist bei der Weltkriegsbombe. Dann die Suche nur scheiße. Ich bräuchte normalerweise mal noch einen zweiten ELW2. Da fährst du jetzt erstmal das hier an. Ey. Ich brauche die Pol. Kannst du hier nach nochmal anfahren? Oder ich mach den frei. Ich
glaube, ich mache den frei für den Verband. Dann können die sich damit begecken. Gebe ich nur gerade einmal an. Brauche ein ELW2. Da meiner Grad zum anderen ein Satz unterwegs ist. So. Das ist halt das Coole. Jo, geht gleich wieder. Coole an unserem Verband, weil wir können einfach irgendwelche Ansätze freigeben und dann wird das innerhalb von, weiß ich, wie vielen Minuten übernommen. Von daher läuft das. Personenkontrolle. Ja, das macht mal die Bundespolizei. Das ist immer gut. So. Hier brauchen wir ein KTW. So. Genau. Oh, direkt am Krankenhaus. Mal gucken, was da rauskommt. Was die Bundespolizei da herausfindet. Nix. So. Das hier brauchen wir nicht mehr. Das können wir wegtun. Gestürzte Person, ja, klasse. So, wieder so ein Erlauber. So. Ja, hier drum wird sich hoffentlich gekümmert. Wir gucken mal gerade mehr. Oh, scheiße. Hat der ein ELW2? Muss man gerade ihn kurz fragen. Hast du ein ELW2? So. Machen wir hier mal weiter. Genau, das haben wir. Wir haben 6000 Credits. Das heißt, ich kann mir hier schon mal den zweiten holen. Den nennen wir natürlich auch um. Das ist dann die Pol SI-KZ. Das hört sich scheiße an, ehrlich. Ich guck mal, dass ich das irgendwie anders abgekürzt krieg. Wenn ihr da vielleicht eine Idee habt, wie ich Kreuztal noch abkürzen könnte, anstatt KZ, dann schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare, weil ich will das eigentlich nicht, ja, hier drin stehen haben. Das, was damals passiert ist, ist schlimm, ja. Und das will ich eigentlich nicht damit unterstützen. So. Schittekrumm. Och. Sagen wir nicht, hier muss ich Scheiße wieder suchen. Oh, Leute. Ah, ich sag ja, hier so, also ich finde das immer noch gut, dass man jetzt hier die Grafiken einfacher sich suchen kann und hier das hier einfach nur durchschalten muss. Damit man die Sachen halt schneller findet oder einfacher findet. Aber eigentlich sollte ich das jetzt mittlerweile im Kopf haben, wo der Vito ist, den ich hab. Und das ist der nicht. Das war der andere. Eigentlich ist der auf 8. Deswegen verstehe ich jetzt gerade nicht, was da los. Ach, hier, da haben wir doch. Geht doch. Wollte schon sagen. So. Genau, dann haben wir das erst einmal gemacht. Ich würde da jetzt erstmal, ja, die zwei Polizeifahrzeuge so drin stehen lassen. Man kann das immer noch wieder umändern. Tiefgarage, klasse. Machen wir das so. Dann machen wir das Raub. Ja, schicken wir mal die zweite Bundespolizei hin. So. Dann den KTW. Und hier unten ja das.
wird der Quiz gleich lesen. Aber dann gebe ich das gerade einmal in unsere WhatsApp-Gruppe frei, dass ich den Einsatz hier offen habe. Gerade ein Fürdüchen machen. So. Habe ein Einsatz frei gegeben. Ja, brauche unbedingt ein ELW2, da meiner gerade in einem anderen Einsatz ist. So. Mal gucken, wer sich da jetzt drum kümmert. So. Ja, jetzt hat der mir gerade. Ja, toll. Kannst du ihn schicken? So. Toll. Die anderen, die brauchen auch 4 Stunden und juckt keinen. Bauen wir Wobaleitung. Klasse. Scheiße. Aber ich kann doch jetzt nicht den. Ich muss, glaube ich, mit die Feuerwehr bald weitermachen. Ich brauche unbedingt einen zweiten ELW2. Das ist schlimm. Echt. So. Wo waren wir? Wir hatten das hier fertig gehabt. Nee, ja. Genau, also wie gesagt, wenn jemand irgendwie Ideen hat, wie ich das KZ umändern kann, also in Kreuztal, dann, ja, schreibt es mal rein. Weil ich will das nicht so stehen lassen, das kommt echt doof. So, ich würde einfach hier sagen, wir lassen hier erstmal einen Polizeiwagen nur stehen. Das ist dann die Pol SI _ HB 01. Zack. Nee, wir tun hier mal 2 drauf. Speichern. Zack, zack. Oh, fuck. Zack, zack. So. Was nehmen wir hier für eine Grafik? Nehmen wir den Vito oder nehmen wir einen normalen Streifenwagen? Ich glaube, ich würde den Vito nehmen. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. So, gehen wir hier wieder auf 8. Jetzt ist das wieder so. Das ist schon wieder. Da, muss man nicht verstehen. So. Haben wir die jetzt oder was? Nö. Ich verstehe das nicht. Wieso ist das so? Kann mir das mal jemand erklären? Machen wir das so. Da hat ja auch gut geklappt. So. Nee. Es kann nichts mehr so laufen, wie man haben will. No. Jetzt sollte es aber geklappt haben. Ist er doch auf 9. Warum finde ich denn jetzt in Vito nicht? Oh, hier ist er. Wenn man mal genau gucken würde, Marvin. So. PKW in Gleisbett. Klasse. So. Machen wir das so. Dann machen wir das so. 2 dahin.
kam. Klasse. Nehmen wir den. So. Feuer im Lagerraum. Klasse. Machen wir erstmal da hinschicken. Fährt zwar übelst den Umweg, aber naja. So. Dann das hier hin. So. Die haben wir gemacht. Dann machen wir Netfin mit nicht genügend Geld. 10.000. Ja, moin. Das war's mal wieder komplett. So. Netfin. NP. So. Das ist dann die Pull SI. NP. MPD. So. Speichern. Dann machen wir Diana. So. Hier würde ich 2 hinmachen. Und zwar immer in normaler Streifenwagenform. Und einmal in Vito. So. Dann haben wir das nämlich auch bald fertig. Ach, weißt du was, das dauert mir jetzt hier zu lang. Da krieg ich jetzt ein ELW2 von mir wieder reingedrückt und dann ist gut. Fertig ist die Sache. Wo ist der denn jetzt rum? Da. So. Leckt mich. So. Alkoholintoxikation habe ich auch gleich. Hilfe, nee. Ja, genau, komm. Ist klar. Zack, zack. Den dahin. Rüstwagen. Nehmen wir den. Und ELW1. Dann hier ein KTW hin. So. So, dann müssen wir jetzt gerade mal warten, bis wir hier die 10.000 voll haben. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Wir gucken mal hier oben gerade auf Borkum. Nasenbluten und Dilber. Da den hin. Brennendes Gebüsch. Ja, schicken wir den hin. So, dann haben wir das auch fertig. Was brauchen die hier noch? Boah, die brauchen noch viel zu viel hier. Kann ich nicht machen. Habe ich auch keinen Bock drauf jetzt. Okay. Hat sich auch erledigt. Hab mein als zweit ein Satz hingeschickt. So. Gestürzter Radfahrer schon wieder. Hatten wir doch gerade erst. So. Da fehlt noch ein bisschen. Dann können wir gleich erst weiterbauen. Und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das jetzt geworden ist. Ist aber auch eigentlich egal, weil ich merke, dass so Videos gut bei euch ankommen, wenn man ein bisschen was dazu erklärt, erzählt, wie auch immer. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die auf jeden Fall auch mal unten in die Kommentare. Und dann kann ich die auch gerne mal beantworten. Oder ich mache irgendwann nochmal einen Livestream oder so mit dem Spiel hier gemeinsam. Dann könnt ihr mir die Fragen direkt stellen. Also wenn ihr wollt, dass ich mal einen Livestream mache, einfach mal unten reinschreiben, Hashtag Livestream. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid.
weil dann kann ich mir die App nochmal runterladen, womit ich Livestreams immer gemacht habe und dann lässt sich das bestimmt einrichten. Genau. Ja, diese war drei. Bam, 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 bam. Nee, ist manchmal auch sehr gut, wenn man da mal gerade irgendwie ein bisschen Pause hat und nicht irgendwie ständig einsetzen, mal ja, Gasexplosion, ja, fahrt ihr mal die Gasexplosion an, nicht nett. Von daher passt das. Das Problem ist natürlich jetzt gerade, es sind halt nur noch ich und noch jemand online und das nervt. Gerade wenn man irgendwie was hat in Sachen Dings, ist das schon nervig. Wie ihr seht, ich habe hier echt andere Grafiken genommen. Die sind jetzt halt halbwegs angelehnt an die Realität. Das passt auch einigermaßen so zusammen. Und von daher brauche ich da keine eigenen Grafiken anzulegen. Das wird sich in naher Zukunft auch ändern, dass ich nicht mehr fremde, ja, Grafiken nehme, sondern mir selber Grafiken erstelle. Sprich, ich werde Bilder aus Internet runterladen, mir irgendwie besorgen und die Fahrzeuge dann selber nachzeichnen und sowas alles. Es wird jetzt im Laufe der nächsten 2 Monate hoffentlich funktionieren. Denn ich habe jetzt langsam gutes Geld zusammen für einen guten Laptop. Dann wird das in Angriff genommen auch. Dass ich da mal meine eigenen Grafiken mache und nicht immer mir Grafiken zusammensuchen muss, die halbwegs mit dem zusammenpassen, was im Kreis Siegen-Wittgenstein so rumfährt. Das würde ich dann einfacher hinkriegen. Deswegen versuche ich, mich da dann in 1, 2 Monaten reinzufuchsen. Also spätestens dann, wenn ich halt den Laptop habe. Das ist aber alles in Arbeit. Ich habe einen Kollegen, der mir das macht, beziehungsweise mit mir das da den passenden Laptop sucht. Ich hatte in erster Linie an ein MacBook mal gedacht, aber ist jetzt irgendwie auch nicht ein für die Konfigurationen, die ich mal gemacht habe, 1.859 € zu bezahlen. Von daher mal gucken, ob wir irgendwas preisgünstigeres finden, was trotzdem gut ist zum Zocken, beziehungsweise halt zum Aufnehmen etc. Da wird aber dann nochmal ein extra Video kommen, wenn es soweit ist. Wie gesagt, in den nächsten 1, 2 Monaten denke ich, wird das passieren. Und dann werde ich mich mal bei dem guten Gregor Paul, der ja auch bei uns hier im Verband ist, mich mal erkundigen, wie das so funktioniert mit den Grafiken erstellen und so. Weil der macht selber auch eigene Grafiken, kann ich euch immer gerade zeigen. Wir haben zwar schon 15.000, aber ist immer gerade egal. Zum Beispiel hier, der hat Hamburg komplett gemacht. Der macht die Grafiken komplett selber. Und das ist schon geil. Der erneuert die auch regelmäßig. Ja, wie ihr seht. 2D-Ansicht. Finde ich aber jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich mag eher diese 3D-Ansichten, aber 2D in dieser Form, wie er es macht, ist auch top. Muss man einfach so sagen. Genau. Also, schon gut. So, genau, wir haben 15.000, dann können wir hier in Näpfen weitermachen. Das bauen wir dann einmal aus. 5.000, so, dann gehen wir da so, dann gehen wir so, dann machen wir hier das, machen wir hier die POL hin, POL, SI, Bindestrich,
NP, ne, war das. Genau. MP. Null zwei. So war das, ne? Genau, dann machen wir das so. Zack. Genau, das passt. Oh, ich habe hier die Dings vergessen. Das ist dann 01. Passt. Passt jetzt Wackeladloof. So, genau, so. Ich würde sagen, als zweites nehmen wir dann hier die Vito Grafik. Fick, fick, fick. Jetzt mal ohne Scheiß, kann mir das mal jemand erklären, wieso das so ist? Normalerweise bin ich ja jetzt hier auf 8. Und normalerweise müsste jetzt genau da sein, wo der Polizei Hamburg Z 5 steht. Ah, daneben. Perfekt. Ich habe nichts gesagt. Nimmt alles zurück, was ich gesagt habe. Ich habe nichts gesagt. Ja, machen wir das so. Die Jessica. Oh, Jessica. Oh. So. Ja. Genau, damit wären wir eigentlich schon am Ende des Videos. Ich glaube, das Video ist ein bisschen langweilig geworden, weil ich mich echt hier zwischendurch mal ein bisschen konzentrieren musste. Und ich habe mal wieder irgendwelche Scheiße gelabert. Aber das kennt ihr ja von mir, dass ich irgendwelche Scheiße laber. Nee, also wie gesagt, wenn ich da nochmal irgendwie Livestream in die Richtung hier von dem Spiel machen soll, schreibt es auf jeden Fall mit Hashtag Livestream unten in die Kommentare. Wie gesagt, dann werde ich das bestimmt irgendwie nochmal einrichten, dass ich das auf jeden Fall mache. Okay, wir haben gerade mal 428 Credits. Ja, moin. Das war's ja mal wieder komplett. Genau. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, irgendwie Fragen habt oder ich euch irgendwie nochmal was erklären soll oder whatever, dann schreibt es mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare. Und dann kann ich euch das gerne mal in einem Video oder sowas beantworten oder einfach auch mal so. Genau. Wer vielleicht das eine Infovideo gesehen hat von Leitstellen Spiel, wir suchen unbedingt noch Mitglieder. Wir sind zwar im Moment 22, beziehungsweise ein bisschen mehr als 22 jetzt. Ich müsste mal gerade durchzählen. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ja, gut, wir sind jetzt 27 Leute. Aber die Hälfte davon spielt irgendwie nicht. Deswegen, also wir suchen unbedingt noch aktive Leute, die vielleicht gerade erst angefangen haben. Und ja, einen geilen Verband suchen. Wir sind mittlerweile echt fast in ganz Deutschland, verteilt. Kann ich euch vielleicht ja gerade noch mal so zum Schluss zeigen. Passt vielleicht eigentlich ganz gut. Zack. Jetzt muss halt natürlich mal gerade laden. Aha. So. So sieht er halt im Moment bei uns aus. Gut, in Hamburg 100 Millionen Wachen. Aber in Richtung Aachen, Köln etc. geht das jetzt auch gut die Richtung. Von daher läuft das. Also wie gesagt, wenn ihr aktive Spieler seid, ihr das Spiel durch mich oder durch jemand anderen kennengelernt habt, ihr Bock habt, in unseren Verband zu kommen, ihr könnt euch gerne bewerben. Das ist kein Problem. Und ich würde sagen, dann bin ich auch erstmal wieder raus. Euer Marvin, bis zum nächsten Video. Tschüss.